Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch mit dem Bleach-Druiden, Beastmaster. Und mit, ja, direkt aufeinanderfolgen. Ich habe nichts gelevelt, nichts gemacht dazwischen. Da ich jetzt nicht so viel Zeit habe. Ah, oh, das Scavenger, den habe ich glaube ich noch nicht. Ja, ist aber auch nicht so gut. Aber 5000 kann ich eigentlich den kaufen. Naja. So. Muss man immer Umschalt drücken, damit man kaufen kann. Das ist ein bisschen umständlich. Ich habe genau noch einen zweiten Gürtel mit Physical Minion Damage, also Minion Physical Damage reingetan. Ist nur 13, sondern 14, aber wir haben noch ein bisschen Health Leech. Ja, genau. Ja, und Gampeln lohnt sich überhaupt noch nicht, wenn man zu schnell wieder ein anderes Item braucht. Deshalb gehen wir jetzt in diese Skeletthöhle oder ja, so einen komischen Vogel. Und eben durchs Farmen bekommt man viel mehr Items. Schauen wir gleich mal den Test, wie stark die Wölfe sind, und die sind schon echt super stark. Hoppla. Sind zu weit geflogen. Ja. Muss auch heute ein bisschen reinkommen, das ist klar. Ich spiele ja momentan auch Wolken, und Wolken ist schon ein bisschen komplizierter zum Steuern. Ich bin leicht mit Steuerung auch eher so ein bisschen wieder am Denken, was muss ich jetzt überhaupt steuern, weil man ja kaum irgendwelche Sachen steuern kann. Also die verschiedenen Tasten für die Skills zu drücken und ja, manche Menüs aufmachen als schneller, aber ich mache es immer gerne mit der Maus. Rechts unten das Menü öffnen und dann verschiedene Aspekte auswählen, damit ich die Kontrolle habe, da nicht so viel denken möchte. Ja. Und ja, das Spiel ist ja ziemlich leicht, also wenn man Fehler macht bei der Steuerung, ist das nicht schwerwiegend. Außer eben dann im Endgame, ja, dem Gegner eigentlich schon ziemlich schaden kann, dann. Aber ja, ich werde einfach auch manchmal nicht gerade so extrem auf die Gegner losstürmen und angreifen, und eher die Minions tanken lassen, weil ja, die Resistenzen noch nicht so hoch sind, also schon noch ein Schaden bei manchen Spells und so bekommt. Aber dafür haben wir noch eine gute ja, Heilungsregeneration, genau. Das Lebensregeneration. Und es ist wirklich eine angenehme Klasse. Also es gibt ja auch noch einen Bleeding Necromancer, und der wird wahrscheinlich nicht so leicht sein, aber auch noch stark sein. Das ist jetzt eigentlich momentan der stärkste Bild, den ich immer noch den ich weiß jetzt nicht, wie der Skill heißt. Maelstrom ist glaube ich dabei, und diese Accolade oder so. Passives Schamanen. Avalanche, okay, Avalanche-Bild. Wird wahrscheinlich immer noch der stärkste sein. Weil der Freestyle-Gegner, der hat mega Reichweite, der hat mega viel Defensive, der ist einfach am stärksten, der hat alles. Gut, jetzt haben wir hier Borhef, Arthos Loyalty. Das ist natürlich etwas, was wir nicht dürfen nehmen. Dass wir nur noch eine Beschwörung bekommen. Aber Ambush können wir noch nehmen, ja. Okay. Jetzt haben wir was freigeschaltet. Summon Bear. Okay. Ich muss ja hier rüber. Er nimmt mehr Schaden, ist es aber auch nicht gerade so gut. Summon Sephiroth, okay, das ist dann wieder besser, damit wir ja, ihn auch ein bisschen squishier machen können. Werden wir dann sehen, wie viel wir sollen, sonst machen wir einfach wieder ein Reset. So ein paar Austestungen müssen halt gemacht werden, weil wir noch nicht so Builds haben. Ja, ich muss ganz klar sagen, eben diese Video-Builds, also wer das gerne nachschaut und mir ein bisschen erklären kann, schon, aber ich habe keine
keinen Bock, ein Video anzuschauen, das ungefähr 20 Minuten geht, mir nur ein bisschen auf Englisch so ein bisschen erklärt, was die Skills, wie die Skills so geskillt werden. Das ist für mich nichts. Also so richtig große Baits wären mal gut in schriftlicher Form. Wie bei Power Packs halt verschiedenen Charakterformen vom offiziellen Tor. So, das ist keine Videospace. Die Leute werden irgendwie wie gelangweilt und fauler. Machen einfach nur noch Videos, damit sie auch ein paar Aufrufe bekommen. Und die haben meistens so irgendwie 100 Aufrufe und nicht mehr. Ist ja klar, will ja niemand schauen. So, und ich kann auch gut in einem Let's Play das erklären. Ich sage ja immer, was ich genau skille. Und für euch wird es dann auch ein bisschen ersichtlicher, so. Also jetzt nur so ein Video-Bild zu machen. Ja, für Fauler schon, aber ich habe ja fleißige Zuschauer, oder? Ja. Jetzt kommen ganz viele Gegner gerade. Die aber schön auf den Baum gehen. Der Baum ist weg. Der ist leider nicht so hart. Also ich muss jetzt unbedingt dann bald noch einen anderen Ring haben, der auch ein bisschen Bewegungsgeschwindigkeit oder so gibt. Aber das gibt es, glaube ich, auf Ringen gar nicht. Muss man selber skillen, glaube ich. Also selber craften. So. Wir gleich den letzten. Siegt. Das sind so Totems, die beschwören. So gut, aber da oben ist, glaube ich, noch ein Gegner. Ja. Ah ja, ich muss ja den Bären. Kann ihn ja gar nicht. Ich habe echt wirklich nur zwei Beschwörungen noch, weil der Wolf noch nicht bei der dritten Beschwörung angekommen ist. Ja. Aber eigentlich möchte ich nur Wölfe. Die sehen auch cool aus. Die anderen Pets sehen jetzt nicht so toll aus. Okay, es ist wirklich ein bisschen detailarm, aber es gibt Grafik-Improvements im nächsten Patch. Da werde ich natürlich wieder ein Patch-Log machen, was ich da ein bisschen erkläre, was denn neu ist und so. Und eventuell werde ich jetzt mehr auch streamen und das ziemlich oft auch Last Epoch. So, wir sind fertig hier. Wir gehen zurück. Schauen mal, ob der Händler jetzt wieder etwas Neues hat. Es ist cool, dass die manchmal, aber sehr selten, Unix einfach verkaufen, weil die Dropchancen der Unix echt schlecht sind. Manchmal habe ich wirklich mehrere Ebenen, kein einziges Unix. Nekrotik brauchen wir nicht. Ja. Immer noch nicht Bestes. 12 ist ein bisschen zu wenig. Und hier haben wir ja noch den Helm, der aussieht wie ein Wolf. Also Ding. Hier haben wir einfach Blut, aber das wirkt nicht auf Minions. Könnte zwar den nehmen, aber das ist. Wir haben keine Minions, die Spells und Bow Attacks machen. Das ist aber auch nichts. Uns. Diese sind leider erst auf Level 30, klar. Crunching Blow, Minion Damage einfach sehr schlecht. Glancing Blow, nicht Crunching Blow, also ist natürlich schon gut, aber nur so, ne. Okay. Den Helm haben wir irgendwo. Wir brauchen ihn unbedingt, aber wir sind, glaube ich, noch lange nicht Level 26. Und der ist auf Level 30. Das hier oben hin und das hier hin. Und jetzt schauen wir mal kurz. Ja, noch 6 Level. Das ist ein bisschen noch zu lange. Okay.
Können wir eigentlich noch in den Tempel rein? Ich finde den irgendwie sehr interessant, weil es so Marmor ist und die Gegner recht schwer sind. Also die zwei haben wir gemacht, ins College müssen wir noch nicht gehen. Die Wölfe haben irgendwas anderes im Sinn. Das mag ich einfach nicht, wenn die Spiele so mega weit die Minions verschieben lässt, weil sie irgendwo in der Nähe, aber leider weit weg, weil die Brücke ja unten noch durchführt, ja. Also da ein bisschen langsam gefixt werden, liebe Entwickler. Das will niemand, dass die Minions irgendwo Power zu anderen Gegnern geben. Ich habe wenigstens das Gefühl, der Charakter wird mega stark. Also die Minions sind auch bei den stärksten Beats bei mir nie so Ding gewesen. Also dass einfach alle Gegner sofort down waren. Bei den stärksten, also zum Beispiel beim Glacier-Bild, der jetzt auch recht stark wird eventuell, wenn die Entwickler das wirklich umsetzen, dass der Glacier nicht mehr so viel Mana kostet, ohne dass man den dritten die dritte Explosion dann wegschleudert, wegmacht, oder? Also dass man einfach auch weniger Mana-Probleme hat im Endgame, weil sonst immer spawnen muss, weil es ein bisschen zu klein wird. Und dann möchte ich ihn auch gerne wieder spielen, aber bis dann habe ich einfach gemerkt, Glacier, nee, ist nicht meins. Also eigentlich sind wir jetzt genug stark, jetzt auch mal hier rein nochmals zu schauen. Aber ich möchte gerne weitergehen, weil, ja, man bekommt jetzt nicht so gute Atmosphäre drin. Also schon besser als jetzt zum Beispiel in diesem Gebiet. Aber einfach nicht rewardable, also man bekommt einfach nichts über. Nicht mal ein Escape oder ein bestimmtes Item oder so. Es ist einfach für nichts. Und das habe ich nicht so gerne und das mache ich nebenbietet ohne Sinn nicht so gerne. Ein Quest oder so. Oh, hoffentlich besser. Wo ist der Vergleich, der Item-Vergleich? Nö. Ist leider schlechter. Aber gut. Schön, dass der wieder mal droppt. Okay, er war auch erst kürzlich mal gedroppt und war schlechter, ja. Ja, ist halt so ein Spam-Able-Unix-Ding. Ja. Ja, und in letzter Zeit habe ich auch gewaltig viele Ideen für ein eigenes Spiel, eigenes Section-Play gesammelt. Aber ich kann es leider nicht umsetzen, weil ich jetzt nicht unbedingt so gerne entwickle. Ich könnte wirklich ein ganz einfaches Spiel machen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das Leute wirklich sehr anlockt, wenn es jetzt nicht so die Master-Grafik hat. Und zum Beispiel, ja. Ja, ich sage jetzt lieber kein Spiel. Aber so, ja, eher so retro-mäßig mache ich es dann. Ist die Reichweite somit so schlecht noch? Ja, natürlich Stärke. Haha, Stärke macht mich stärker. Ja, ich will unbedingt hier Area weitermachen, bestimmt. Ich habe nur die Area gesucht. Gut wäre, wenn wir wirklich mehr Schaden könnten machen, aber mit der Axt ist eher defensiv, die zwei Sachen. So ein bisschen Minions und ich ausgleichen.
Also hier haben wir, ja, da unten weiter. 1, 2. Noch 2 Level für die bei den Wölfen. Da müssen wir unbedingt die restlichen noch mehr Blutschaden machen. Die sind eigentlich unten rechts bei mir. Gut. Jo, hier geht's eigentlich ziemlich gut, Damage her. Aber ich habe ja, ich bekomme schon noch viel Schaden über. Defensiv nehmen wir ja noch nicht. Ja, ein bisschen noch mehr defensiv. Ja, die Wölfe haben wieder ab. Sehr gerne. Die andere Minions ganz weit weg angreifen müssen. Oh, die haben ja gar keine Chance mehr. Mit dem rede ich immer gerne. Hallo. Ich bin Todesgrüter. Schlagst du ein Spech? Ich habe immer das Gefühl, ich habe Krallen, greife Krallen an. In dieser Animation von diesem Ding. Das ist halt sehr comichaft. Vorwärts, oh, falsches gelernt. Du nervst. Habe ich die Skelly, aber. Jetzt kann ich einfach nicht mehr wechseln auf 2 Wölfe. Ja, ist ja bald. Oh, der macht ja auch fett Damage schon, ey. Oh Gott. Okay. Vielleicht ein bisschen besser jetzt schon mit dem Säbelzahntiger. Aber eigentlich möchte ich ja nur Wölfe haben. Aber dass man das nicht mehr wechseln darf, sogar resetten muss eventuell. Eigentlich nicht. Ja, Säbelzahntiger sind natürlich schon stärker. Bei dir haben wir das hier, Melee Bleed Chance. 50% Attack Speed, boah. So, und dann hast du ja noch so diesen einen Angriff, aber du hast gerade Cooldown. Wegen dem Level. Zum Skill. Schauen wir mal, wie viel Damage das macht. Ja, halb Schaden. Ziemlich am Bluten gewesen, sieht man. Sehr schön. Und oh. Der Säbelzahntiger ist natürlich immer an der Front. Die müssen wir eventuell entfernen, wenn er zu viel Schaden kassiert. Aber ihr seht, er hat noch viel volles Leben, oder? Ja. So, und jetzt werden wir einfach ein bisschen in schweren Gegnern mehr Höllen einsetzen vom Wolf. Dann ist es natürlich auch ein bisschen besser beim Vorwärtskommen, aber eigentlich nicht in die Höllen einsetzen. Wir sind so OP! Aha, abgebrochen. Ja. Wir sind einfach viel zu stark für diese Gegend. Ja, aber ich habe ja schon viele Beats gemacht, viel gefahren. Das ist auch klar. So, noch mehr Stärke, bitte. Immer Stärke priorisieren, das macht schon so viel Damage aus. Oh, der war es noch nie so schnell da. Völliger Pi! So, und der Tempel wird wahrscheinlich auch ziemlich einfach. Aber noch schwer, ist schon schwer, aber noch ziemlich einfach.
ein bisschen den Mund wieder weniger rau machen. Es ist wirklich scheiß Heizung wieder an von den Computern. Mann, ich würde am liebsten denen die Wohnung laufen, diese Heizung zerstören, bis sie raucht und zersplittert. Das geht doch gar nicht, wenn ich schon zu warm habe mit 19, 20 Grad. Dann müssen sie nicht noch 35 Grad einheizen. Das kann ich übertrieben. Lieber Italiener, ihr habt schon gerne ein bisschen Wärme, aber bitte nicht in einem Haus, wo alle in anderen Wohnungen auch noch viel dabei haben und so weiter. Kisten sind einfach so ein bisschen in der Band. Natürlich. Die nehmen nochmal einen Golem. Nerven sind die schlimmsten Gegner für mich. Sie einfach einem aufhalten. Nicht stark, ja, schon stark sind, wenn man nicht taktisch kämpft, aber kann man einfach aufhalten. Das ist einfach doof gemacht. Seht ihr, wie viel Schaden die machen, wenn man einfach stehen bleibt. Ja. Soll ich mal Heiltränke trinken? Ja, ich sehe ja, wenn ich Schaden bekomme, durch weil ich so langsam einen Angriff haben. Einfach wegen Faul als stehen bleiben. Ja. Aber ja, ich mache viel zu viel Sport. Also, bin ich schon ein bisschen faul manchmal im Game. Nach ein bisschen belastet ist. Verschiedenen Muskelwachstums. Dass der Körper einfach zu sehr auf die Muskeln fixiert ist. Dann ein bisschen faul im Game. Nicht so viel Tasten drücken und so weiter. Eben mehr Damage. Und hier Armor Shred. Genau. Den lasse ich. Also nur 3 von 4 und nicht 4 von 4. Ist okay. Das nehme ich schon los. So. Jetzt haben wir dann, glaube ich, ja, noch 1 Max bei Stärke. Und hier haben wir jetzt Armor, Physical Health Leash. Sehr gut. Mit einem Sprung alles kaputt. Fast alles. Ne, ich will hüpfen. Also kannst du nicht viel hüpfen, das ist nur ein Sound. So, jetzt lass dir mal die Monster in Ruhe. Die machen sowieso nichts. Die beißen nicht. Und glaube ich, wie man nach unten gezogen wird, also in die Richtung hier. Und einfach nicht weiterkommt. Jetzt war ich nochmal kurz. 24 Minuten, dann können wir vielleicht einen Boss noch erreichen. Aber ich glaube eher nicht. Aber ich werde jetzt den Boss einfach ohne Aufnahme machen, weil der so ist es sehr lame. Und dann mir einfach noch die Beastmaster-Klasse richtig nehmen lassen. Also, dass ich die auswählen. Das ist auch ziemlich langweilig, weil so viele Schatten kommen. Und dann können wir dann nächstes Mal gleich mit dem zweiten oder dritten Akt dann machen. Weil die Lotus-Hallen sind, glaube ich, auch recht groß, wenn es die zweite Ebene ist.
Ich weiß gar nicht, ob das die zweite oder dritte Ebene jetzt war. Ach komm. Noch so lange lang. Ja. Na gut. Oder wir können einfach hier pausieren. Ich mache das in der nächsten Folge doch gerne mit euch weiter. So. Greifen wir hier noch ein paar Gegnerchen an. Ja gut. Machen wir einfach 25 Minuten oder 26 Minuten Video. Auch kurz noch zum Shop gehen. Bringt's. Und ich hoffe, der Patch kommt bald raus mit der Grafikerweiterung. Und vielleicht auch der Performance, also dass schönere Grafik ist, aber bessere Performance. Jo, ja, das kann ich auch. Puh, okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.